Ein neues Video zum Thema Temptation Island VIP und Sandra hat sich nochmal sehr ausführlich zu diesen ganzen Szenen mit Flocke geäußert, auch basierend auf ein paar Kommentaren, die von Tommy gekommen sind. Das hat sie alles sehr mitgenommen und ich möchte euch meine Meinung zu diesem Thema sagen und ich werde euch natürlich auch zeigen, was Sandra genau kritisiert hat. Willkommen zurück. Ich freue mich, dass ihr hier am Start seid. Ich würde euch bitten, sachlich zu sein bei dieser ganzen Debatte. Ich merke, je mehr wir gegen Ende von Temptation Island VIP kommen, desto mehr polarisiert es einfach. Ne? Wenn ihr Temptation Island gucken wollt, klickt in meine Infobox, da ist alles verlinkt. Und jetzt sprechen wir mal ganz kurz vorab über ein paar Punkte, die Sandra so ein bisschen gleich ansprechen wird. Also generell, sie hat ja in meinem Interview schon die Situation geschildert und hat ja auch gesagt, dass sie da vielleicht nicht so drüber nachgedacht hat, als die Situation mit Flocke entstanden ist und dass es auf jeden Fall unvorteilhaft war. Und ich glaube, da sind wir uns auch alle einig. Und auch wenn ich mit ihr persönlich gesprochen habe, ändert sich ja nicht meine Meinung zu dem Fakt, dass ich sage, dass es natürlich sehr unvorteilhaft war und dass ich das bei meinem Partner auch nicht so sehen wollen würde und dass ich das auch nicht machen würde. So, ich bin trotzdem der Meinung, dass es auf jeden Fall ein Sachverhalt ist, wo man drüber sprechen könnte, wenn man das will. Aber man muss es natürlich auch irgendwie akzeptieren, wenn der Partner das nicht möchte. Wobei man ja natürlich irgendwie auch weiß, dass vielleicht ein paar Szenen, ich will nicht sagen verfälscht werden, weil die Szene wurde jetzt nicht verfälscht, ne? Also diese Szene mit Flocke hat es ja nun mal gegeben. Aber man hat vielleicht einfach ein paar Sachen nicht gezeigt, die sie eigentlich gesagt hat. Also bedeutet, Szenen, die Tommy nicht gesehen hat, die wir aber gesehen haben. Und es könnte natürlich sein, dass Tommy, wenn er jetzt die ganzen Folgen schon gesehen hat, also alle hat er noch nicht gesehen, aber wenigstens die, worum es gerade geht, dass er seine Meinung diesbezüglich ändert. Und dann geht es auch noch um einen anderen Punkt, den werden wir gleich ansprechen. Aber ich würde sagen, wir gucken uns erstmal ganz kurz an, was Sandra relativ kompakt zu diesem ganzen Sachverhalt nochmal gesagt hat. Und sie zeigt auch nochmal ein paar Szenen. Doch kurz mal auf das Thema DHL und FedEx bezogen. Natürlich mache ich mich nicht lustig darüber, wie Tommy enttäuscht worden ist von meinen Bildern. Ich habe schon öfters erwähnt, dass meine Bilder nicht in Ordnung sind. Ich möchte nur, dass ihr mal kurz nachdenkt. Er hat Bilder gesehen und seine Reaktion ist so. Ich in dem Moment wusste aber gar nichts davon. Also ich habe es ja nicht extra gemacht oder so. Und jetzt mir etwas vorzuwerfen und die Jungs dürfen sich lustig machen über mich. Also Entschuldigung, das finde ich nicht in Ordnung. Ich finde, man sieht da halt, dass er sich mitreißen lässt von den anderen, ja, sich manipulieren lässt und seine ach so große Liebe ist ihm ja in dem Moment komplett egal. Ich meine, er sagt halt schon, er will die Sachen von mir wegschicken. Okay, krass, weil können wir vorher vielleicht mal reden? Du kannst ja dann immer noch sagen, die Bilder waren krass, das verstehe ich, gar kein Problem. Aber eventuell wäre ein Gespräch angebrachter, als sich dann darüber lustig zu machen, wie man meine Sachen los wird. Ich bin einfach in der Situation der Meinung, man hätte darüber reden müssen, bevor man solche Vorurteile in den Raum stellt, die Partnerin auf einmal schlecht macht, sagt, man hätte ihn quasi betrogen. Er sieht ja gar nicht so die Realität, weil ihm ja wirklich auch beim Lagerfeuer rangezoomte Sachen gezeigt werden, kurze Ausschnitte. Bei dem Schlüsselloch war es ja ein kurzer Satz, der in Wirklichkeit eine ganz andere Bedeutung hatte. Und ich weiß, dass der kalt und direkt rüberkommt, aber ich finde halt trotzdem noch, wir wissen doch, dass wir in einer Show sind und dass es geschnitten wird. Ich meine, das war auch nicht Tommys erste Show. Und ich glaube, da sind aber natürlich noch die verletzten Gefühle, die eine große Rolle spielen und die Manipulation von den anderen, dass er gar nicht die Möglichkeit hat, klar zu denken, was ich eigentlich, was wir eigentlich für eine Beziehung hatten, die man, wo man drüber reden kann. Da ich einige Nachrichten dazu bekomme, dass ich ja so viel Verständnis von meinem Partner da verlange, obwohl ich ja quasi mit ihm abgeschlossen habe, indem ich gesagt habe, ja, wenn er das nicht schön findet, dann tschüss, habe ich das Ganze jetzt nochmal abgefilmt und würde mich sehr gerne dazu in dem Sinne äußern, dass ihr euch das mal in Ruhe anguckt, dass ihr versteht, was für einen Schnitt die Männervilla bekommt beim Schlüsselloch, damit Drama entsteht, was in Wirklichkeit war, beziehungsweise was ihr noch für einen Schnitt seht, weil
Wenn ihr genau hinschaut, da seht ihr doch, das sind ganz andere Sequenzen dazwischen. Also das muss man doch verstehen. Ich meine, ich weiß es, weil ich ja da vor Ort war und das Gespräch ganz anders war. Als ob ich sagen würde, dass ich darauf scheiße, dass der Tommy Schluss macht. Ich weiß es für mich, aber schaut doch einfach mal genauer hin. Wenn ich mit jemandem ein Jahr zusammen bin und ich liebe diese Person und ich sehe in so einem Format, dass ein fremder Mann bei ihrem Arm liegt und die da kuscheln und dann irgendwie auch flüstert wird und ins Ohr und was weiß ich nicht was, direkt sind sie. Danke. Das ist für mich nicht freundschaftlich, das macht man nicht. Und wenn der Tommy diese Bilder sieht, also ich könnte da nicht ruhig bleiben. Aber aus welchem Grund? Wie aus welchem Grund? Ja, dann kann ich ja auch denken, dass du irgendwie mit jedem Fremden irgendwie was machen kannst. Wenn... Aber was machen? Ja. Mit jemandem flüstern? Dieses Kuscheln und sowas. Ich kam hier rein und habe gesagt, ich will nicht, dass eine Frau hier fremd geht. Ich will, dass die Frau sich in mich verliebt. Und genau das ist nach wie vor mein Ziel. Und das kann ich mir bei Sandra und mir sehr gut vorstellen. Wenn ich hier bin und mich wohlfühle irgendwo auf einer Couch, dann fühle ich mich gerade in dem Moment wohl. Okay. Und ich denke halt nicht viel weiter. Also an irgendwelche Bilder. Das, was er sieht, wird er darauf reagieren. Das sehe ich ja dann. Okay. Wenn er Scheiße findet, ja dann tschüss. Okay, gut. Hier könnt ihr auf jeden Fall schon mal sehen, dass der Schnitt einiges macht. Ja, mein Satz klingt total hart und kalt, das gebe ich natürlich zu, aber im ganzen Zusammenhang war es ja darauf bezogen, dass wenn Tommy denkt, dass ich irgendwas gemacht habe, weil dann bin ich auch ehrlich, ich brauche einen Freund, der mir glaubt. Es kommt zwar vielleicht bei ihm unglaubwürdig rüber, wenn ich solche kurzen Sätze da, wenn die das so kurz zeigen, ja, verstehe ich, alles gut. Deswegen verstehe ich auch seine Reaktion, dass er dann da sehr verletzt ist. Nur aus meiner Situation raus ist es halt nicht so, dass ich gesagt habe, auf ihn, sondern wenn er meine Bilder, die er gar nicht bekommt, das heißt nur gezeigt wird, dass ein Flocke kommt und sagt, ja, in den 10 Minuten oder sonst irgendwas, es sind noch einige Sachen mehr passiert, ich werde auch bald nochmal mehr darüber sprechen, da habe ich mir keine Gedanken drüber gemacht, weil ich möchte jemanden haben, der mir zu 100% vertraut, egal wer was wo wie sagt oder zeigt. Hinaus will ist, dass anhand von diesen kleinen Situationen, die auch die fremden Menschen, die mich gar nicht kennen, die Beziehung von Tommy und mir gar nicht kennen, so ein Bild von jemandem bekommen. Deswegen verstehe ich das auch, wie es da ist. Aber ihr sollt verstehen, wie ich mich fühle, wenn ich in dem Moment ja in der Villa bin und mir keine Gedanken darüber mache, dass so ein Satz ins so schlechte Licht gerückt wird, dass alle da sagen, ich scheiß auf ihn und er quasi, also ich es quasi behendet hätte, was gar keinen Sinn ergibt, weil ich rede ja über eine ganz andere Sache. Ich will mich hier auch nicht rechtfertigen, ich mag es halt, mich mit euch darüber zu unterhalten, damit auseinanderzusetzen, weil es eine krasse Erfahrung für mich ist. Ihr werdet bald auch einiges mehr erfahren. Ich freue mich schon sehr darauf, das endlich mit euch zu teilen. Es war eine sehr emotionale Show. Und ich bin gespannt, wie es jetzt noch weitergeht und was ihr dann da... Und ich hatte das ja schon mal erklärt, das letzte Mal, dass diese Pool-Situation halt so eine Art Schutzhaltung von mir war, weil ich mich angegriffen gefühlt habe. Ein Verführer kommt daher und sagt, Tommy würde direkt Schluss oder er wird direkt Schluss machen. Und dann habe ich natürlich auch Angst bekommen und alles, weil die Beziehung zu Tommy war mir sehr wichtig dort. Und dass ich so eine Schutzhaltung eingenommen habe. Und ich denke, dass Tommy das auch gemacht hat aufgrund von meinen Bildern, wo ihr aber jetzt gesehen habt, dass es ja kleingeschnitten worden ist. Dass er da auch eine Art Schutzhaltung eingenommen hat. Ihr wisst ja, ich bin immer noch der Meinung, meine Bilder sind nicht in Ordnung, aber man kann darüber sprechen. Ich bin nicht fremdgegangen, ich habe nicht böse über ihn quasi gesprochen. Es sind einfach Situationen gewesen, die zusammengeschnitten worden sind, die vorkommen, ja, dann gebe ich ja auch zu. Aber ich finde halt trotzdem, man kann darüber sprechen. Und was in der Männervilla abgeht, ja, schieß die in den Wind und guck, wie du die Sachen loswirst mit DHL oder FedEx. Ich finde es einfach frech, weil in dem Moment vergisst Tommy oder blendet Tommy komplett aus, was wir für eine schöne, intensive Beziehung hatten dort. Und das finde ich einfach nicht in Ordnung. Und die Szene mit den Clubgirls, dass er mich quasi abstempelt, als würde ich in den Club gehen und jeder darf mich anfassen. Ich finde, das geht nicht. Vor allen Dingen von jemand, der im Fernsehen angegeben hat, dass er 200 Frauen schon hatte. Sorry, wo leben wir? Das ist immer dieses Typische. Die Männer dürfen und die Frauen, oh bloß, ey, sobald die in den Club gehen, geht. Tut mir leid, dass ich auch so fertig hier aussehe, aber einige erinnern sich ja auch damals an Ex on the Beach, wo ich
abgestempelt worden bin von einem Ex-Freund. Es war keine einfache Zeit und Tommy hat die Zeit mitbekommen. Ich meine, er war vor Ort. Er hat ja auch erst seinen Worten geglaubt, bis er dann mir zugehört hat, bis er mir die Chance gegeben hat, das zu erklären, was da einfach für Lügen erzählt werden von mir. Und jetzt in der Ausstrahlung zu sehen, dass genau diese Person, die ich über alles liebe, mit der ich zusammen bin, weil in dem Moment war ich ja auch mit ihm zusammen, ich habe ja nichts davon mitbekommen, dass er Schluss gemacht hat, so über mich spricht und so was von mir denkt, tut mir einfach weh. Und ja, deswegen wollte ich mit euch da drüber sprechen und das Video soll halt auch einfach zeigen, dass man, ja, dass ich stark bleiben möchte. Generell möchte ich sagen, dass ich auch dieses Argument, was sie natürlich in der Sendung gesagt hat, ja, ich wollte mal gucken, wie mein Freund auf solche Szenen reagiert, wie wenn ich mit anderen Männern agiere, finde ich, bin ich ehrlich, finde ich schwierig. Also ich meine, so warum? Was gibt dir das? Was, also warum? Also jetzt wirklich einfach, warum? Ich verstehe ja schon generell nicht, warum man an diesem Format teilnimmt. Ich kann natürlich diesen finanziellen Aspekt verstehen. Und bei Aurelio und Lala ist es natürlich gut ausgegangen. Aber generell habe ich euch schon immer gesagt, dass ich nicht verstehe, warum ich überhaupt eine Beziehung testen muss. Ja? Da sehe ich jetzt einfach den Sinn nicht dahinter. Und ich sehe natürlich auch nicht den Vorteil davon, dass ich jetzt Szenen provozieren muss, bezogen auf meinen Freund, um dann zu gucken, wie er so drauf reagiert. Aber da kann ja jeder eine Meinung drüber haben, wie er möchte. Mich würde mal interessieren, was ihr generell dazu denkt und was ihr auch generell zu dieser Rechtfertigung von ihr denkt und was ihr darüber denkt, dass Tommy ja bestimmte Szenen und Aussagen von ihr bewusst nicht gesehen hat. Und dann gibt es noch eine Sache, die mich wirklich immer stört. Ich werde es nie verstehen, warum Frauen als Beispiel degradiert werden, wenn sie ihr Leben leben und Spaß haben mit anderen Männern und unabhängig davon, wie viele Männer das sind. Weil, wenn das Männer machen, werden sie ja gefeiert als King. Und ich verstehe es ehrlich gesagt nicht. Also ich verstehe nicht, warum man bei, ja, Männern und Frauen so einen krassen Unterschied macht. Und ich verstehe auch den Punkt, das hatte ja Sandra auch schon mal erwähnt, dass Tommy ja auch jemand war, der schon mehrfach gesagt hatte, dass er relativ viel Kontakt mit Frauen hat. Ihr wisst, welchen Kontakt ich meine. Und da kritisiert es ja keiner. Da würde niemals jemand auf die Idee sagen, so wie man bei ihr sagt, ja, sie ist so ein Club-Girl, würde man ja bei ihm nie sagen, er ist ein Club-Boy. Also wisst ihr, was ich meine? Das ist wirklich ein Sachverhalt, den ich überhaupt nicht cool finde. Und es stört mich auch immer, dass dann immer wirklich so, dass es immer so gegen die Frauen geht und dass immer schlecht über die Frauen gesprochen wird. Und eine Frau macht das, ja, okay, eine Frau macht das nicht. Und ein Mann darf es machen oder wie. Also da bin ich auch wirklich, wo ich dann sage, so gleiches Recht für alle. Wenn man da keinen Bock drauf hat, so okay, dann let it go, dann lasse ich nicht drauf ein, aber degradiere halt so eine andere Person nicht. Aber ich hoffe, dass Sandra dieses Thema auf jeden Fall bald für sich verarbeiten kann, weil man ja schon merkt, dass sie das einfach nicht loslässt. Ne? Also sie geht immer wieder in diese Situation und rechtfertigt sich nochmal, was ja ein Zeichen dafür ist, dass sie dieses Thema unfassbar beschäftigt. Oh, aber so ist es manchmal. Jetzt bin ich mal gespannt, was ihr generell dazu sagt. Habt ihr jetzt nochmal so eine andere Meinung zu diesem Thema, jetzt wo sie es nochmal so ein bisschen aufgeschlüsselt hat? Schreibt mir gerne mal eure Meinung in die Kommentare. Gebt mir gerne einen Daumen nach oben. Ich freue mich auf euch. Bis zum nächsten Mal.